Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Ni No Kuni. Wir befinden uns immer noch in Motorville und werden jetzt gucken, dass wir der guten Myrtle ein bisschen unter die Arme greifen können. Quasi, ja, der Seelenverwandten von Esther aus Tröpfchens Welt. Und ich habe jetzt eine mehrtägige Pause hinter mir und hoffe, dass das Spiel heute gnädig ist zu mir. Ja, wir sollen jetzt zur Werkstatt, um zu gucken, was bei ihren Eltern los ist. Denn eine Nachbarin hatte uns beim letzten Mal erzählt, dass innerhalb der Familie irgendwie so ein bisschen was im Argen liegt und der Haussegen schief hängt und so. Das muss Rustys Werkstatt sein. Ich habe ein ganz komisches Kribbeln in der Laterne. Du solltest wirklich gut vorbereitet sein, bevor du da reingehst. Okay, Tröpfchen. Unsere MP sind nicht voll. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie übernachten kann. Vielleicht wird es auch gar nicht notwendig sein, wer weiß. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, was ist denn hier los? Ach, das hat er schon ausgerüstet, alles klar. Ja, ach guck mal, hier habe ich da jemals nachgeschaut? Wahrscheinlich schon. Okay, komm, lass uns einfach reingehen. Ich habe ja gespeichert, der Part ist ja ganz frisch und jungfräulich noch. Notfalls laden wir dann nochmal, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte. Das muss Rustys Werkstatt sein, was, Olli? Und das da drüben muss er selber sein. Ich denke, ja. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Myrtles Vater? Ich wollte Sie etwas fragen. Siehst du nicht, dass ich arbeite, Zileine, Rotzlöffel? Huch, was schwirrt denn da um ihn rum? Nee, das kann nicht sein. Das ist dann wohl die Betty, seine Frau, von der wir beim letzten Mal schon gehört haben. Ja, Betty Wagner. Schatz, ich habe dir dein Essen gebracht. Immer dieselbe Leier, ich habe keinen Hunger. Aber Schatz, wenn du nichts isst, wirst du noch krank. Ich hab gesagt, ich hab keinen Hunger! Die Arme. Okay, Schatz, aber gib auf dich Acht, bitte. Was für ein mieser, mieser Typ. Aber irgendwas scheint mit dem nicht zu stimmen, wie Tröpfchen gerade schon festgestellt hat. Das war also Myrtles Mutter, hm? Du auch, verschwinde, bevor ich dich rauswerfe. Aber ich... Verdammt, ich sehe dir seine Augen an. Sein Herz ist total kaputt. Sein Herz ist gebrochen, aber er ist nicht aus deiner Welt, Tröpfchen. Darüber können wir uns später noch den Kopf zerbrechen. Jetzt wissen wir, was das Problem ist. Wir müssen Rustys gebrochenes Herz flicken, okay? Ich denke schon. Keine Sorge, Herr Wagner. Wir werden sie retten. Ah! Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ein verflixter Albtraum. Da haben wir den Salat. Ein Albtraum? Du meinst sowas wie ein böser Traum? Nee, Mann, viel schlimmer. Albträume sind böse Geister, die sich über Leute mit gebrochenem Herzen hermachen. Siehst du den schwarzen Nebel? Daran erkennst du die. Verdammt, der Nebel wird dunkler. Das kann nur eins bedeuten, und zwar nichts Gutes. So Psycho, der arme Rusty. Gucken wir, dass wir ihn davon erlösen können. Ey, meine Waschmaschine hat gerade in dem Moment, wo die Cutscene kam, so hart geschleudert im Hintergrund. Warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser hier bei mir im Headset. So, ich weiß noch, dass ich bei dem das erste Mal verreckt bin, als ich den probiert habe. Ich weiß aber nicht mehr, was hier die Schwierigkeit war. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel Schaden wir austeilen können. Das war gerade 34, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das 18. Schwarzes wäre, klingt, als könnte uns das gut wehtun. Aber ich habe rechtzeitig verteidigt. Ja, toll, dafür bin ich jetzt blind. Ganz toll. Okay, warte, warte, warte. Nein, ich will die Essenz. Ich weiß nicht, ob der Zustand irgendwann von selbst wieder weggeht. Wäre natürlich irgendwie wünschenswert, aber...
Beschwören will ich es nicht. Okay, dann lass uns mal gucken, was wir ihm damit entgegensetzen können. Ach so, jetzt sind alle blind. Ah, okay. Voll der Pseudo-Morbol hier. Gut, warte mal. Wenn die jetzt alle... nein. Blind sind dann... Hä? Warte mal, ich wollte eigentlich bei meinem Proviant gucken, aber da scheint nur Olli drauf zugreifen zu können. Augenöffner. Habe ich scheinbar in weiser Voraussicht eingekauft. Dann nehmen wir das doch mal. Oh, nee. Das ist schon wieder das, was mich gerade hat erblinden lassen, ne? Ganz toll. Jetzt komme ich hier aus dieser Erblindungsspirale nicht raus. Diesmal hatte ich aber Glück, wie es aussieht. Nein! Autschen! So lassen Sie mich doch in Ruhe. Da ist eine Essenz. Ah, sogar zwei. Sehr schön. Okay, ich weiß nicht. Ich neige jetzt schon wieder dazu, eine favorisierte Vorgehensweise an den Tag zu legen. Ich könnte aber auch mal probieren. Warte mal, ich meine, er hat ja auch ein paar ganz gute Sachen. Gucken wir mal, was der Schmetterschlag so... 43, gar nicht so schlecht. Aber der ist halt relativ teuer, ne? Schnitter? Nee, Schnitter geht auf alle. Das lohnt sich, glaube ich, eher bei Gegnergruppen. Was hat ihmchen hier? Oh, nein, 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 nein. Hä? War das jetzt überhaupt was, wo ich mich verteidigen muss? Ich glaube nicht. Ich dachte, Luffy hat vielleicht auch irgendwie so einen starken Dingsangriff, aber ist nicht. Also so einen starken Einzelangriff. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich... Da, genau! Solche Essenzen brauche ich jetzt. Nein, 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 nein. Eine goldene Kugel wäre zur Abwechslung mal wieder ganz cool. Also in dem Kampf würde sich das auf jeden Fall ziemlich rentieren. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwann in so eine... Nein! In so eine Phase kommt, wo man ihn dann angreifen kann. Da droppen die das nämlich, glaube ich, besonders oft. So, aber erst noch ein bisschen Eiseskälte. Hauptsache immer vorsichtig bleiben. Ich bin nämlich, ich weiß auch, als ich Ni No Kuni zum ersten Mal gespielt habe, halt immer so mir nichts, dir nichts, einfach in die Gegner reingerannt, so wie ich das halt irgendwie in den meisten Spielen immer mache und gucke, ob das irgendwie funktioniert. Ach, aber guck mal, der macht so auch ganz guten Damage. Ich glaube, ich muss gar nicht zwangsläufig... Nein, 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 nein. Ach, das war jetzt mein Fehler. Vielleicht wird mich das jetzt das Leben kosten. Ich habe ganz vergessen, dass ich sein ganzes Angriffsgedöns ja auch abbrechen kann. In irgendeiner Folge ist mir das doch mal aufgefallen. So, warte, gar kein Thema. Augenöffner haben wir noch. Ich muss nur gucken, dass ich mich jetzt hier irgendwie noch hochgeheilt kriege. Das wäre ganz nett, wenn das noch klappen würde. Nein! Mies! Warte, warte! Gib mir Proviant! Gib mir Weißbrot! So, ich glaube, ich kann mir gleich noch einen hinterher schmeißen. Die Essenz! Die Essenz! Sie könnte Leben retten, Tröpfchen! Wenn du wüsstest! So, gerne noch eine hinterher! Sieht man eigentlich, was der vorher schon so schmeißt? Ich glaube nicht. So, dann würde ich mal sagen, lass uns die nächste Angriffsrunde starten. So, und wenn er jetzt das nächste Mal seine komische schwarze Sphäre macht, oder wie das heißt, dann auf jeden Fall den Angriff abbrechen und nicht zu lange warten. Das ist der Plan. Ja, zum Beispiel jetzt. Diesmal habe ich es aber rechtzeitig gemacht. Ist mir bei der ersten schwarzen Sphäre auch gelungen und trotzdem bin ich blind gewesen. Also zu 100% bist du dann da trotzdem nicht geschützt. Ach, guck mal, ich kann ja auch... bin ja blöd, ich kann ja auch das Verteidigen abbrechen. Da hätte ich vorhin, als Olli immer erwischt wurde von dem... Ich wollte noch zu den Essenzen laufen. Hätte ich mich eigentlich auch früher davon stehlen können. Aber egal. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Und haben jetzt hoffentlich der kleinen Familie damit geholfen. Denn deswegen sind wir ja hier. Luffy hat Stufe 14, jawohl. Schatz! Betty, bleib weg von mir. Sein Herz ist immer noch gebrochen. Natürlich, wir haben nur den Albtraum besiegt, Junge. Sein Herz zu heilen ist wieder eine andere Geschichte. Tröpfchen, diese Albträume, was genau sind die denn? Nun, die sind ein bisschen so wie Kreaturen, aber sie entstehen aus gebrochenen Herzen. Die krallen sich dann fest und ergreifen von den Leuten Besitz, verstehst du? Und Shadar steckt auch hinter den Albträumen? Sehen dir doch an, Olli. Er und Rashid gleichen sich wie ein Ei dem anderen, oder nicht? Shadar hat drüben in unserer Welt Rashid unter seine Fuchtel gebracht, indem er seinen Seelenverwandten hier in deiner Welt angegriffen hat. Das ist ja schrecklich, jetzt greift er auch noch Leute in meiner Welt an.
Sieht so aus, nicht? Und wenn wir sein Herz nicht heilen, fällt er vielleicht einem anderen Albtraum zum Opfer. Wir müssen das in Ordnung bringen, Olli. Du hast gesehen, wie er früher war, oder? Ist ganz klar, dem fehlt eine Riesenportion Güte. Güte, Genau, fällt dir jemand ein, der vor Güte nur so strotzt, Olli? Dem sie aus den Ohren rausfließt wie Milch und Honig? Eine richtig gütige Person, Schatz, oh mein Schatz, geht es dir gut? Bitte sag doch was. Tja, manchmal taucht das, wonach du suchst, direkt vor deiner Nase auf. So ein Glücksfall. Sieht so aus. Sehr schön. Damit haben wir unsere zweite emotionale Substanz. Herzempfang? Nee. Ach nee, ich muss sie ja mal anquatschen. Ich vergesse es wirklich jedes Mal. Sagt er eigentlich noch irgendwas? Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte eigentlich den Rusty anquatschen, aber egal. Oh, du bist doch... Du bist Ellies Sohn. Ja, das stimmt. Ich muss Sie etwas fragen. Frau Wagner, dürfte ich etwas von Ihrer Güte borgen? Wie? Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz. Damit kann ich Herrn Wagner helfen, bitte. Ich brauche Sie, um ihm zu helfen. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Aber wenn auch nur eine winzige Chance besteht, dass es meinem Mann helfen könnte, dann will ich es tun. Vielen Dank, Frau Wagner. Sehr schön. Jetzt aber... Das wird mir kein weiteres Mal passieren in dieser Folge. Und auch nicht in der nächsten. Wetten? So, gucken Sie mal hier. Der nächste Fiolen-Slot ist belegt. Das wohlig warme Geschenk der Großzügigkeit. Voll interessant betont, ne? Voll exotisch. Was hast du getan? Ich fühle eine solche Wärme in mir. Schick, es hat also geklappt. Und jetzt sei ein braver Junge und hilf Rusty damit. Okay. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Doch, lassen wir uns zweimal sagen. Ich will erstmal gucken, was sie erzählt. Bist du sicher, dass das reicht, um einem Mann zu helfen? Eigentlich schon. Die Spielmechanik hat uns dahingehend noch nie enttäuscht. Betty, lass mich einfach in Ruhe, ja? Mach schon mal bald. Ich gebe ihm die Güte, bevor wir es mit noch einem Albtraum zu tun bekommen. Okay. So, Herz schenken. Das, was wir am liebsten machen in diesem Spiel. Ein bisschen Güte. Für dich, lieber Rusty. Ich hoffe, dass du danach wieder lieb bist. Und deine Frau und vor allen Dingen auch deine Tochter wieder gut behandelst. Was machst du? Schatz, oh Schatz. Betty, was mache ich hier? Hast du dir die Haare machen lassen? Oh Rusty, du siehst aber auch ziemlich gut aus, Schatz. Schick, es hat geklappt. Ja, die Freuden der Ehe, was? Das ist schön. Entschuldigen Sie? Hey, was soll das denn? Kannst du nicht so einfach dazwischen quaken? Lassen wir die beiden in Ruhe und erzählen wir Myrtle, dass ihre Eltern sich wieder verstehen, ja? Da hast du wohl recht. Gehen wir. Jesus. So, dann haben wir hier schon wieder was Gutes geleistet. So muss das. Dieses Gefühl, diese Wärme. Ich hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Das freut uns doch. Zum Glück, mein Mann ist endlich wieder so wie früher. Na, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich einiges nachzuholen haben und wir kümmern uns mal um die Kleine. Ich glaube, ab jetzt können wir dann demzufolge auch in den Städten, die wir schon kennen und noch kennenlernen werden, den Leuten halt auch Güte abknöpfen, neben Enthusiasmus. Durchaus praktisch. Da werden dann wahrscheinlich demnächst auch wieder die nächsten... Nebenmissionen folgen, aber gucken wir erst mal, wie Myrtle reagiert. Oliver, what is it? Well, if my father sees you, he'll... Myrtle, come with me. Huh? You can go outside now. You're not sick anymore. I can't, Oliver. Just thinking about going out there gives me goosebumps. Myrtle. Oh. Go on out and play, Myrtle. But, Father. Sweetheart, I am so sorry. I don't know what happened to me. I wasn't there when you were sick, when you needed me, and I was fighting with your mother the whole time. I guess... Maybe the thing that was keeping you closed up in here... Maybe it was me. Father... You were scared somewhere deep down that if you went away, even for a little while, your mother and I would lose the one thing keeping us together. That we...
We wouldn't be a family anymore. I'm right, aren't I? That's why you... Why you were... Something deep inside you wouldn't let you leave the house. Father, I... It's all right, sweetheart. Your mother and I, it's gonna be okay. Father! Please, Myrtle. Please forgive me. Oh, I do. Daddy, I do. Are those tears, Bunting? Huh? No, they're not. So much for you being honest. Oliver? Hmm? I'm going to try. I'm going to go outside. Will you come with me? Myrtle. That's beautiful. Oliver, thank you so much. Einfach nur schön. Das war damals die zweite Stelle, die mich zum Heulen gebracht hat hier, wo sie dann ihren Vater in die Arme genommen hat und ach, ihr habt es ja selber gesehen. Habt übrigens Tröpfchen die ganze Zeit im Hintergrund gesehen. Das ist mir, glaube ich, gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass der da die ganze Zeit mit dem Hut rumhantiert hat. Ich freue mich so für dich, Myrtle. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Oliver. Ab jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich werde wieder zur Schule gehen und Leute kennenlernen und Kleider kaufen. Es ist schon seltsam. Ich hatte solche Angst davor, rauszukommen. Aber jetzt fühle ich mich mutig. Ich habe das Gefühl, alles tun zu können. Hör dir das an, Junge. Plötzlich hat sie mehr Mut, als man sich vorstellen kann. Ich kann es sogar von hier drüben spüren. Das stimmt, Tröpfchen. In Alkuwelt gibt es jemanden, der etwas von diesem Mut gebrauchen könnte. Gut mitgedacht, Olli. Ein Tropfen von Myrtles frischem Mut ist genau das, was wir brauchen, um Esthers Heilung anzukurbeln. Was ist los, Oliver? Myrtle, ich kenne ein Mädchen, das dir sehr ähnlich ist und sie hat es gerade sehr schwer. Hm? Du bist so mutig. Ich wollte dich fragen, ob du diesem Mädchen etwas von deinem Mut abgeben würdest, um ihm zu helfen und seiner Familie. Natürlich, aber wie stellen wir das an? Mit Magie und ich kenne genau den richtigen Zauber dafür. Magie? Du bist ein interessanter Junge, Oliver. Aber okay, leg los. Gut, mach die Augen zu. So? Die anderen mussten doch ihre Augen auch nicht zumachen, oder? Oder, Oliver? So, einmal bitte Herz empfangen. Da kommt jetzt wieder eine neue Substanz dazu. Nämlich unsere erste Ration. Mut. Die starke und standhafte Kraft der Kühnheit. Schöne Umschreibung. Es fühlt sich warm an. Mein Herz ist so warm. Das bedeutet, dass der Zauber geklappt hat. Vielen Dank, Myrtle. Jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen. Das freut mich. Alles klar, Olli. Wir sollten etwas Mut ausliefern. Was? Dann mal los. In Ordnung. Myrtle, ich muss jetzt gehen. Grüß deine Freundin von mir, okay, Oliver? Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke, Myrtle. Das werde ich. Bis bald, Oliver. Wow, für sie beginnt ja jetzt ein komplett neues Leben, ne? Wahnsinn, was die Familie vorher alles durchmachen musste, ne? Erst mein Mann und jetzt auch noch meine Tochter. Es ist wie in einem Traum. Das hast alles du getan, nicht wahr? Ja, kann man so sagen. Aber hey, das haben wir gerne gemacht. Wir profitieren ja auch andererseits davon, also in Bezug auf die andere Welt. Myrtles Krankheit war meine Schuld, aber jetzt wird alles anders. Wir werden wieder eine Familie sein. Naja, lieber Rusty, ich glaube, du hast dir das nicht ausgesucht, in so einen Zustand zu verfallen, wie es dich ereilt hat. Vielen lieben Dank, Oliver. Ich fühle mich, als könnte ich tun, was ich will. Kannst du ja jetzt im Grunde genommen auch. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt hier logischerweise keinen Stern. Verlieren wir keine Zeit und düsen via Portalzauber wieder zurück.
Ich hoffe, bevor wir den nächsten Kampf bestreiten müssen, kann ich mich irgendwo noch heilen. Denn so ganz gesund sind wir nicht. Aber erstmal haben wir jetzt noch eine weitere frohe, positive, schöne Botschaft. Warum sind wir ausgerechnet hier rausgelassen worden? Keine Ahnung. Dann laufen wir das kleine Stück nochmal. Ich glaube, ich gucke danach dann, ob es was Neues im Auftragsexpress gibt. Denn ich glaube, da wird noch ein bisschen was nachlaufen. So, warte mal, wenn ich jetzt hier gucke. Keine neuen grünen Pünktchen, hätte ja sein können. Wegen Güte und Mut. So, aber diesmal schauen wir erstmal, was hier abgeht. Warte mal, bei wem geht's weiter, wenn ich Esther anquatsche? Du schon wieder, wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich bin nicht... Herr Rashid, wir haben es. Wir haben das fehlende Herzstück Ihrer Tochter. Ihr habt... Was? Was denn? Bist du taub oder was? Sie hat gesagt, wir können deine Tochter wieder hinbiegen. Ist das wahr? Sicher, Herr Rashid. Überlassen Sie das einfach mir. Aber... Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das sonderbare Gefühl, dass du die Wahrheit sprichst. Klar tut er das. Sieh dir doch sein Gesicht an, Mann. Können solche Augen lügen? Also gut, dann bitte ich dich. Bring sie zurück zu mir. Heile ihr Herz. Jawohl. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Hey, Esther. Hier ist sie. Oliver? Wie? Schick, genau wie ich es mir dachte. Wir haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du es für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Myrtles Mut, okay? Yep, ihr Herz ist offen wie ein Scheunentor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. Das klingt ein bisschen brutal, wie du es formulierst, Tröpfchen, aber wenn es tut, was es soll, dann soll mir das recht sein. So, einmal frische Prise Mut für die liebe Esther. What is this? Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father! Oh, forgive me, my child. You were robbed of your courage. But I have only myself to blame for the loss of my heart. Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shadar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard. It's up to us. The clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. Ach, wie schön. Bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shadar zu besiegen. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier. Sehr schön. Na? Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther? Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut. Immer praktisch, so jemanden dabei zu haben. Das ist mein Bräuler. Sie heißt Über-Enike. Sag hallo, Über-Enike, der wahrscheinlich bescheuerste Name, den ich je im Zusammenhang mit einem Vertrauten gesehen habe. Hab mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man das Ding überhaupt ausspricht. Esther und ihr Vertraute haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Jetzt wird's richtig interessant, Leute. Schick, das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist. Stimmt's, Rashid? Tröpfchen. Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen erlernen, oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Haha.
Müssen wir uns jetzt irgendwie merken. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Drahtzieher. Geheime Zutat. Okay. Und magisches Licht. Also, drei. Kommt da noch was? Ups. Ja, Schauquelle. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was das erste war. Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shadar zu stellen. Das wussten Sie, dass ich aus einer anderen Welt komme, meine ich. Hm? Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver ist also aus einer der anderen Welten, von denen du mir erzählt hast, Vater? Und er hat mich gerettet. Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in einem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kann. Du kannst unserer Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank, ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shadar besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfungen der Weisen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfungen machen? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Im Tempel der Prüfungen, du meinst? Genau, die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfungen meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther. Und danke, Herr Rashid. Juhu! Ich glaube, der beteiligt sich aber nicht aktiv an den Kämpfen, im Gegensatz zu Esther. Aber wir gucken mal. Vielleicht können wir uns diese Frage auch schon in dieser Folge beantworten. Auf jeden Fall ist Esther jetzt da unten mit aufgeführt und wir haben einen komplett neuen Vertrauten. Guck mal, das ist auch der erste, der dem Mondelement in Anführungsstrichen zugehörig ist. Warte mal, was wollte ich noch gucken, was für ein Wesen das ist. Dieser gelbe Fisch, also für mich sieht das aus wie ein Fisch. Warte mal, ich will nochmal kurz gucken. Das ist ein Avis. Das sind, glaube ich, Vogelwesen. Ja, guck mal, die Gegner, die wir schon bekämpft haben aus der gleichen Spezies, sind hier auch hinterlegt. Und die Avis, das war nämlich jetzt der ursprüngliche Gedanke. Warte mal kurz. Ja, ich habe nämlich gerade meine Notizen gesucht vom letzten Mal. Also diese Gattung mag Eiscreme. Das heißt, wir haben jetzt schon... Oh Gott, das heißt, wenn wir jetzt Eiscreme-Überschuss haben, dann muss der sich das jetzt mit Luffy teilen. Na, das ist ja natürlich blöd. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ja, zwischenzeitlich nichts Neues gefunden, aber das wird sich mit Sicherheit auch noch ändern. So, ach, guck mal hier. Da leuchtet und blinkt es überall. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, so viel zu tun. Gucken wir mal hier. Der Baba Anbasa steht vor der Tür. Was soll ich Ihnen dieses Jahr schenken? Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Natürlich, junger Mann, der Barbarenbasar öffnet bald. Dann werde ich das unschätzbare Vergnügen haben, Geschenke für meine Enkelkinder zu kaufen. Herrje, wie viele Enkelkinder haben Sie denn? Einen Moment, wenn man die mitzählt, die übers ganze Land verstreut in anderen Städten leben, dann so um die 30? Na, holla, die Waldfee. Herr Jemini, so viele? Das sind aber ziemlich viele Geschenke. Mag schon sein, aber für jedes bekomme ich im Gegenzug ein unbezahlbares Kinderlachen. Und ihr Glück ist meines, mögen die Vorväter sie behüten. Verdammt, der Mann ist ja fast ein Heiliger, so viel Güte findet man bloß alle Jubeljahre. Meinen Sie, dass Sie uns vielleicht mit etwas helfen könnten? Es könnte Leute retten, die in Schwierigkeiten sind. Könnte es? Aber ja, bitte sagen Sie, dass Sie uns helfen werden. Ist ja schon gut, weil du so nett gefragt hast. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön, dann bitte einmal empfangen. Die Fiole müsste nämlich noch leer sein. Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir uns irgendwo noch Mut abzapfen könnten. Aber wir werden jetzt bestimmt auch eine Mission haben, wo wir das auch wieder abgeben können. Uhu, was für ein fantastisches Gefühl. Mein Herz, meine Seele fließen über vor lauter Wärme. Ja, das war schön. Ein Geben und ein Nehmen. Ah, ich freue mich schon so darauf, meinen Enkeln Geschenke zu kaufen. Jedes einzelne Kind ist für mich so wertvoll wie alle Juwelen der Welt zusammen.
Wow, was für ein toller Opa, was für ein cooler Opa. Ich hatte nie einen Opa, ich habe meine Opas nie kennengelernt, nur meine beiden Omis, wovon einer allerdings verstorben ist. Aber irgendwie sind alle Opas, die ich von Freunden so kenne, irgendwie auch cool und ticken wahrscheinlich genauso wie der, mit dem wir gerade geschnackt haben. Bei den Bärten der Vorväter, wir haben sie letztes Mal so hart bestraft und trotzdem sind sie zurück, um auf den Feldern noch mehr Chaos zu säen. Was ist denn los? Es ist schrecklich, wilde Kreaturen, die nichts Gutes im Sinn haben, laufen auf unseren wertvollen Barbarenfeldern Amok. Wenn das so weitergeht, habe ich keine andere Wahl, als Nacht für Nacht durch eben die Felder zu patrouillieren, auf denen ich tagsüber arbeite. Mann, oh Mann, das klingt nicht gut. Sind diese Kreaturen gefährlich? Gefährlich? Die würden meine Existenzgrundlage von den Bäumen pflücken und fressen. Ich habe keine andere Wahl, als sie von meinem Land zu vertreiben. Wow, die ist ganz schön mutig. Schon, gell? Nicht jede Frau in dem Alter wird abends noch losziehen, um Monster zu verkloppen. Ich sag dir, die hat was in rauen Mengen, Mann. Genau, Mut. Das ist die tapferste Dame, die ich je gesehen habe. Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie uns etwas von Ihrem Mut leihen könnten, um damit Leuten in Not zu helfen? Leuten in Not? Ein Kind in deinem Alter zu sehen, das bestrebt ist, Gutes zu tun, ist schon etwas Feines. Nehmt von mir, was ihr wollt. Vielen Dank, gnädige Frau. Jo, na dann mal her damit. Mit deiner Mutration. Und dann gucken wir gleich mal im Auftragsexpress, was wir hier an neuen Missionen so konkret haben. Und ob wir davon nicht das eine oder andere schon abwickeln können. Ich glaube, es wird jetzt auch... Wie seltsam, mein Herz fühlt sich leicht an, aber auch warm. Ein komisches Gefühl, aber keineswegs unangenehm. Wäre das dann alles schön? Jawohl. Die ist voll auf Zack, die Frau. Ich mag die. Bald muss ich wieder auf Patrouille gehen. Unsere wertvollen Felder dürfen nicht ungeschützt liegen. Ja, hoffen wir mal, dass das alles gut ausgeht und dir nicht irgendwann irgendwas passiert, ne? So, also wenn man sich so die Pünktchen anguckt, dann müssten wir jetzt 3 neue Aufträge bekommen. Das ist das eine. Und dann gucken wir gleich nochmal wegen den Monsterjagden. Ja, 3 Aufträge. 2 Kinder, die eigentlich beste Freunde sind, haben in der Nähe der Milchbrunnen in Al-Kuwait Streit angefangen. Versuche, den Streit der Jungen zu schlichten. Jemand vor dem Gasthaus zum Katzenkorb in Al-Kuwait sieht besorgt aus. Gehe zu dem Mann und frage ihn, was los ist. Ein Currybodenbesitzer in Al-Kuwait scheint Hilfe zu benötigen. Gehe zu dem Currybodenbesitzer und frage ihn, was los ist. Okay, den kennen wir sogar schon. Dem haben wir schon mal gesprochen. Das ist der Typ, der da sein Tikka Masala zubereitet. So, hast du noch etwas für uns? Oh ja. Der Barbarenbandit. Endlich haben wir den Schurken, der die Barbaren stiehlt. Er ist furchtbar flink zu Fuß, also lass ihn nicht entwischen. Im östlichen Schimmersand, Sommerland. Aber gut, die werden ja eh immer eingezeichnet, deswegen sollte da auch nichts weiter passieren. Und diese andere Aufgabe hier, ein wüstes Duell, das haben wir auch schon eine Weile, ne? Habe ich auch irgendwie nicht verfolgt zuletzt, aber ist nicht schlimm. Wir werden noch Mittel und Wege finden, das nachzuholen. Ich will nur erstmal mit den Auftraggebern schnacken und mal gucken, was wir davon jetzt schon tun können. Ich fange mal hier auf der Seite an. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht die allersinnloseste und nachteiligste Vorgehensweise ist, oder beziehungsweise Reihenfolge. Das war doch der Typ, der uns von seinem Eis damals erzählt hatte, ne? Oh, ich habe ja solche Angst. Ich kann einfach nicht gehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie wirken ein bisschen unglücklich. Das bin ich auch, mein Junge. Willst du meiner traurigen Geschichte lauschen? Sicher. Danke sehr. Du bist ein gutherziges Kind, weißt du? Ich verkaufe Al-Kuwaits feinste Milcheiscreme. Ich war im Begriff, eine Reise anzutreten, auf der ich erforschen wollte, wie ich meine Ware noch erfrischender und wohlschmeckender machen kann. Ach, das waren Sie. Wohin soll's denn gehen? In ein Dorf im Reich des Eises, weit hinter dem Horizont. Die Leute dort kennen sich mit Eis sehr gut aus und ich hoffte, von ihnen zu erfahren, wie ich meine Ware noch weiter verbessern kann. Das ist fantastisch. Es braucht viel Mut, um in die große, weite Welt hinauszuziehen. Viel Glück. Du verstehst nicht. Ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen, obwohl ich so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert habe. Was? Warum denn nicht? Hast du nicht eben gesagt, dass du dich zu der Reise entschlossen hast? Ich bin von panischer Furcht erfüllt. Gerüchte über wilde Bestien, die durch das Land streifen, ängstigen mich. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Was ist nur mit mir geschehen, wo ich doch einst so mutig war und so sehr danach strebte, die nächste Stufe der Eiscreme-Entwicklung zu erklimmen? Das sieht mir gar nicht nach einem ganz normalen Sinneswandel aus, oder, Tröpfchen? Meinst du, er hat...
Ein gebrochenes Herz, das kann gut sein, Olli. Braucht ein bisschen Mut, der Gute. Und ohne den wird das nichts mit seiner Eiscreme-Revolution. Ganz schön traurig. Ah, so traurig ist das eigentlich nicht, denn wir haben ja das Patentrezept. In dem Zustand können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Schick, dann legen wir mal los, oder? Alles schon erledigt. Alles schon erledigt. Hey, du hast doch Mut dabei, oder nicht? Wende Herz schenken an und gib ihm was davon ab. Worauf wartest du? Okay, okay, sehr gut. Eile mit Weile. Mut und Prost. Ja, kannst dich bald wieder auf Reisen begeben. Und am Ende stirbst du wahrscheinlich durch uns, weil deine nächste Reise dann die tödlich verlaufende sein wird. Bei den Bärten der Vorväter, ich bin von kolossaler Kühnheit erfüllt. Ich fürchte weder Mensch noch Bestie. Ich vermag jedes Leid zu ertragen, wenn meine Anstrengungen dazu beitragen, die Entwicklung der Eiscreme voranzubringen. Schick, sieht aus, als ob da einer wieder ganz der Alte wäre. Genau, es geht Ihnen jetzt viel besser, oder? Besser, es geht mir besser als besser. Ich muss sofort zu meiner Reise aufbrechen. Ihr habt meinen Dank, auch wenn ich damit nur einen Bruchteil meiner Dankbarkeit zu zeigen vermag, bitte ich euch doch, dieses Geschenk anzunehmen. Karottenküchlein. Das ist eine Leckerei, die wir auch das erste Mal jetzt, glaube ich, sehen. Ein Kuwaidi-Eisverkäufer hat plötzlich zu viel Angst, die Stadt zu verlassen, um zu seiner Entdeckungsreise aufzubrechen. So, der packt sich ein paar wärmere Schuhe an oder generell wärmere Klamotten. Eisregion? Naja, das sieht mir nicht so passend aus, was du da gerade trägst. Es ist an der Zeit, zu meiner Entdeckungsreise aufzubrechen. Ich muss mich vorbereiten. Viel Erfolg dabei, guter Mann, und pass gut auf dich auf. So, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite der Stadt. So, bevor ich jetzt hier mit irgendwem quatsche, können wir ja mal ganz kurz... Warte mal... uns diese Dinger hier angucken. Das ist also die Erweiterung vom normalen Kuchen, ne? Mit dem Zweierbonus auf magischen Angriff. Wir haben allerdings noch keinen Vertrauten, der Kuchen mag. Deswegen lasse ich das auch erstmal so. Also mögen tun sie das wahrscheinlich alle, aber niemand hat es als Lieblingsspeise, so meinte ich das. Nein, du kriegst es nicht zurück. Ich bin noch nicht damit fertig. Was ist los mit dir? Gestern hast du mir gesagt, dass du es zurückgeben wolltest. Hey, ihr zwei, hört mit der Streiterei auf. Was ist denn los hier? Das Problem ist, dass dieser Dieb hier mir das Bilderbuch nicht zurückgeben will, das ich ihm geliehen habe. Es ist doch nur ein Bilderbuch und noch dazu ein ziemlich schlechtes. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Du musst es zurückgeben. Ach, lass mich in Ruhe und verschwinde. Verflixt, entweder hat ihm einer das Herz gebrochen oder jeden Tropfen Güte rausgepresst. Oder er muss mal kräftig übers Knie gelegt werden. Meinst du, dass er ein gebrochenes Herz hat, aber er wirkt so peppig? Naja, es kommt drauf an, welcher Teil vom Herz geklaut wurde. Kann mit einer Persönlichkeit die verschiedensten Sachen anstellen, weißt du? Wie auch immer, viel wichtiger ist doch, dass wir da jetzt... Was wir da jetzt unternehmen, so rum. Sollen wir dem anderen Kerl helfen, sein Buch wiederzukriegen? Ja, klar. Ich hoffe, dass wir das können, aber Güte wiederherstellen klingt machbar. Aber sicher, ich will nicht, dass sie aufhören, Freunde zu sein. Wunderbar, da müssen wir eine Portion von der guten alten Güte suchen gehen, nicht? Nö. Da sagst du ausnahmsweise mal was Falsches, denn davon haben wir schon etwas. Jawollo, jawollo. So, damit sind unsere Ressourcen dann auch fast aufgebraucht, aber hier können wir noch mindestens eine gute Tat vollbringen. So, und jetzt vertragt euch wieder, gebt das olle Buch zurück und dann spielt bitte miteinander, so wie vorher auch. Weißt du, was ist passiert? Ich wollte das Bilderbuch zurückgeben, aber dann... Wirklich? Du wolltest es zurückgeben? Aber natürlich, ich gehe gleich und hole es. Bitte entschuldige, dass ich so egoistisch war. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, wieder normal zu werden. Bitte nehmt dieses kleine Geschenk an. Wow, jetzt bekommen wir schon von Kindern starken Kaffee geschenkt. Na, wenn das mal nicht irgendwie kaputt ist. Junge in Alkuwelt weigert sich, ein Buch zurückzugeben, das er sich von seinem Freund geliehen hat. Jawohl, das stimmt wohl. Können wir mal wieder einen Bonusstempel bekommen? Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, dass das in dem Let's Play irgendwie seltener passiert als damals. Das Bilderbuch, das du mir geliehen hast, war echt herrlich. Vielen Dank, mein Freund. Meinst du wirklich? Das ist auch mein Lieblings... Das ist auch meine Lieblingsgeschichte. Das ist auch meine Lieblingsgeschichte. Da kommt schon wieder das osteuropäische Blut durch.
Wir haben ja noch mit Horatio was zu tun, Leute. Die Folge ist inzwischen online zu der Geschichte, die er uns geschenkt hat. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay, warte mal, dann machen wir das jetzt mal eben. Hast du die Geschichte gelesen, die ich dir gegeben habe? Nun, dann hoffe ich, dass du gut aufgepasst hast. Ich habe nämlich eine Frage für dich bereit. Willst du versuchen, Horatius Rätsel zu lösen? Ich werde den Link zu der Geschichte, auf die er sich hier bezieht, unten in die Videobeschreibung mit reinsetzen, falls jemand das Video irgendwie nicht gesehen hat oder sich das nochmal anschauen möchte. Fein, also, es kommen einige Figuren in der Geschichte vor. Kannst du dich an alle erinnern? Sag mir, wer vom Prinzen, vom Löwenkönig, vom Drachen des Ostens und vom Drachen des Westens war der drittkleinste? Es war der... warte mal, ich habe jetzt hier Groß-Kleinschreibung. Der Drache des Westens. Hier macht er es uns noch relativ einfach, weil er uns, ja, mehrere... Warte mal, wie gehe ich jetzt hier ein weiter? Hä? Warte mal, ich will eigentlich eine Leerstelle hier einbauen. Warte, nein. Achso, ich muss hier einfach auf so ein leeres Feld, kann das sein? Ja, okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja, später wird er uns solche Hinweise, glaube ich, eher nicht mehr geben. Also kein Multiple Choice, wenn man so will. Drache des... Wie hieß das? Westens, ne? Drache des Westens. So, einmal bestätigen. Richtig, sehr beeindruckend. Dein Verständnis für Magie muss fast so gut entwickelt sein wie meines. Ich habe doch gesagt, ich würde dir helfen, deinen magischen Begleiter zu füllen, oder? Hier. Juhu! Ach, siehst du, die Zauber, die neuen, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Also Entgiftung ist ja relativ selbsterklärend. Danke, Horatio. Ich denke, es war vielleicht ein bisschen gemein, dir so eine Frage zu stellen, aber du hast es ja herausbekommen. Und genau darum geht es ja, wenn man ein Zauberer sein will. Man muss lernen, alles genau zu betrachten und zu verstehen, um was es geht. Jetzt lass doch bitte das weise alte Mann-Gequatsche, okay? Du bist keinen Tag älter als unser Olli hier. Bin ich das nicht? Nein, ich nehme an, dass ich das wohl nicht bin, zumindest dem Anschein nach. Was soll denn das heißen? Es ist seltsam. Ich fühle mich, als ob ich etwas vergessen hätte. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Egal, ich kann kaum glauben, wie sehr sich dieser Ort verändert hat. Mal sehen, ob andere Orte auf dieser Welt sich auch derart gewandelt haben. Ich reise als nächstes wohl irgendwo hin, wo eine steife Seebrise weht. Ich kann vielleicht nicht den Wind im Gesicht spüren, aber trotzdem den Ausblick genießen. Bis bald! Okay. Na gut, warte, das ist jetzt hier anders. Wo eine steife Seebrise weht, wenn ich mich recht entsinne, gab es ja so einen Ort am anderen Ende der Wüste. Ja, dieser Ort, da wird es noch ein Weilchen dauern, bis wir da auch hingehen. Wir gucken mal erstmal, was unser nächster Auftraggeber von uns möchte. Verflixt, mir fehlen die nötigen Zutaten. Was soll ich tun, was soll ich tun? Stimmt etwas nicht? Ich konnte das Rezept für den berühmtesten Kuwaiti, für das berühmteste Kuwaiti-Gericht in meinen Besitz bringen, aber ich verfüge nicht über die erforderlichen Zutaten. Was für ein Gericht ist das denn? Es wird Tikka Mahala genannt. Oh, das habe ich vorhin voll gespoilert, ne? Ich hätte ja schwören können, dass er das schon mal namentlich erwähnt hat, aber ich weiß das nicht mehr. Dem Rezept nach zu urteilen, ist es ein aufwendiges und raffiniertes Curry aus dem zartesten und saftigsten Rindfleisch. Verflixt, das klingt echt köstlich, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wollt ihr es probieren? Wenn ihr die Zutaten für mich sammelt, wird euch die Ehre zuteil, seit ewigen Zeiten die Ersten zu sein, die das Tikka Mahala kosten. Jawohl. Wir probieren es zumindest. 4 Stempel ist schon so ein Anzeichen dafür, dürfte nicht allzu leicht werden. Danke, du bist ein wundervoller und hilfreicher junger Freund. Hervorragend, um dieses Meisterwerk zuzubereiten, benötige ich etwas Reis, etwas zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Würze des Lebens, wo bekommen wir die denn her? Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gehört, dass jemand, der scharfe Scheich genannt wird, irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Na, klingt doch nach einem guten Ausgangspunkt, nicht? Dann machen wir mal Tempo und suchen uns einen Scheich, oder? Wenn ihr noch irgendwelche Auskünfte benötigt, dann zögert nicht, mich zu fragen. Viel Glück, Freunde. Okay, der ist auf jeden Fall immer noch als leuchtendes Pünktchen eingezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wo du die Würze des Lebens finden könntest. Aber ich weiß, dass jener, der sich der scharfe Scheich nennt, in dieser schönen Stadt lebt, der wird dir bestimmt helfen können. So, warte mal, ist er auch eingezeichnet? Ja, ist er.
Wer gerade aufmerksam hingeguckt hat, der wird wissen, wo er sich aufhält. Und da laufe ich jetzt mal schnurstracks hin und gucke, ob er uns irgendwie da schon rankommen lässt oder ob da ein weiterer Auftrag folgt oder was auch immer. Und dann wird das vielleicht sogar eine der letzten Amtshandlungen für die Folge sein. Wahnsinn, wie die Zeit rennt, ey. Hey, oh, ich fühle mich so ausgebrannt. Wo ist nur das Feuer geblieben, das einst in mir loderte? Sind Sie krank? Irgendwie eine komische Reaktion. Krank? Das ist schlimmer als eine Krankheit, Junge. Viel schlimmer. Ich habe es satt, Gewürze zu mischen. Und Gewürze mischen ist mein Leben. Na nu, das ist doch bestimmt dieser scharfe Scheich, von dem man uns erzählt hat, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Aber mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Der Sache gehen wir besser auf den Grund, ne? Sollten wir. Warum haben Sie denn keine Lust mehr, Gewürze zu mischen? Warum? Es gibt kein Warum. Da ist einfach nur Leere. Aber sehen Sie doch... Aber... Moment. Aber Sie sind doch wegen Ihrer Gewürzmischung überall bekannt, Herr Scheich. Haben Sie denn keine Kunden, die auf Ihre Dienste zählen? Vielleicht, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, Ihre Aufträge zu erledigen. Ich kann mich ja kaum dazu durchringen, morgens aufzustehen. Herrje, wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie uns ein paar Gewürze mischen könnten, aber anscheinend geht's Ihnen wirklich nicht gut. Ich will mich einfach nur ausruhen. Bitte belästigt jemand anderen. Ah, aber... Spar dir die Worte, Olli. Der olle Kerl hat ein gebrochenes Herz. Echt? Yep, hat kein bisschen Enthusiasmus mehr, wenn ich nicht total daneben lieg. Okay. Achso, guck mal, da ist auch direkt eine neue Mission draus entstanden hier. Wir müssen ihm helfen, Tröpfchen. Ja, Olli, ganz genau. Besorgen wir dem Scheich die Prise Pfeffer im Hintern, die er braucht, um seinem Leben wieder die richtige Würze zu geben. Okay, auch das sollte nicht das Thema sein, denn wir haben alles, was wir brauchen, aber erstmal anquatschen. Du hast ein bisschen Enthusiasmus, oder nicht? Wende Herzschenken an und gib was davon ab. Habe ich nicht am Anfang der Folge noch gesagt, dass mir der Fehler kein weiteres Mal unterlaufen wird? Asche über mein Haupt, Leute, ehrlich. Aber egal. So, Kumpel, rück raus mit den Gewürzen. Wir wollen unbedingt Tikka Masala bekommen. Das klang nämlich wirklich sehr, sehr lecker. Bei den Bärten der Vorväter, was spüre ich denn da? Ich fühle mich so lebendig. Und mehr als je zuvor in meinem Leben verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, Gewürze zu mischen. Prima, wir haben es geschafft, Tröpfchen. Schicke Arbeit, Olli. Ich verstehe das nicht. Habe ich euch das zu verdanken? Dann stehe ich in eurer Schuld. Ich muss euch belohnen. Hier, bitte nehmt das als Dank an. Hey, 2 Sandwiches. Nice. Hoffentlich noch nicht abgelaufen. Ja. Alkowals scharfer Scheich leidet an extremem Enthusiasmusmangel. Olli kann mir auch gerne mal ein bisschen Enthusiasmus vorbeibringen, wenn mein Wecker wieder frühmorgens klingelt. Wäre ich ihm auch sehr dankbar für. Ich habe wahrscheinlich auch ein gebrochenes Herz. Und wenn ihr irgendwelche Würzwünsche habt, wäre es mir eine Ehre, sie anzuhören. Ich will nur noch meinem wundervollen Mischmetier nachgehen. Das haben wir tatsächlich. Könnten Sie uns ein bisschen von Ihrer Spezialität mischen, der Würze des Lebens? Meine Würze des Lebens? Wer hat euch davon erzählt? Ruhig Blut, der Typ mit der Currybude hat uns drum gebeten. Er braucht Zutaten für sein Tikka Masala. Nun gut, wenn das alles ist, wofür ihr sie braucht, komme ich eurer Bitte mit Freuden nach. Aber ich habe nicht alle nötigen Zutaten. Ihr müsst mir die fehlenden besorgen. Sicher, was brauchen Sie denn, Herr Scheich? Für so eine starke Mischung brauche ich eine Gelbwurzel und 3 großzügige Prisen scharfe Samen. Alles klar, vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Nicht der Rede wert, mein Junge. Es ist mir ein Vergnügen. Kommt wieder her, wenn ihr die benötigten Zutaten gefunden habt. Aber einen Hinweis, wo genau wir da suchen müssen, gibt's sonst auch nicht, oder was? Muss ich es euch noch einmal sagen, für meine Würze des Lebens brauche ich eine Gelbwurzel und 3 großzügige Prisen scharfe Samen. Gelbwurzel A kann bei einer Bestie gefunden werden, die Knollkopf heißt. Okay. Die Vorväter sind ja heute, Junge. Dieser gefährliche Gegner wurde vor kurzem unweit von hier gesichtet. Besuche den Auftragsexpress, um mehr zu erfahren. Aha. Scharfe Samen findet man nur in besonders heißen Böden, zum Beispiel in jenen eines großen Vulkans. Na, das sind doch schon mal Infos, mit denen man arbeiten kann. Wenn er diesen Express hier aber schon ins Spiel bringt, dann will ich mal eben kurz gucken, ob sich hier was getan hat. Bitte den Scheich um etwas von seiner Würze des Lebens. Das ist dann auch wieder eine separate Mission, wie es aussieht, ne? Oder?
Oder ist das dann immer noch die Tikka Mahala? Also bekommen wir dann zweimal 4 Stempel oder... What the heck, da haben wir es. Ein Knollkopf ist südlich des Goldhains erschienen. Die Wurzel dieser Kreatur erzielen immer einen guten Preis. Milchschokolade, okay. Es vermischt sich jetzt ja alles so ein bisschen. Obwohl, eigentlich vermischt sich gar nichts, weil ich muss das ja nicht machen, um die Hauptstory voranzubringen, ne? So. Gott, gütiger. Weiß ich gar nicht, was ich als erstes machen soll beim nächsten Mal. So, warte mal. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein bisschen Geld über. Ich meine, es müsste jetzt dadurch, dass Esther auch Teil unseres Teams ist, jetzt auch ein bisschen einfacher laufen. Wobei, wir müssen jetzt eigentlich ja mit Rashid zu diesem Tempel der Prüfung, oder wie das heißt. Warte mal, ich will mal erstmal gucken, was wir hier bekommen haben. Halt jene, deren Gesundheit von Gift geschädigt ist. Gestattet ist Zauberern, Statuen und andere Objekte zu bewegen, als seien sie zum Leben erwacht. Entschuldigung. Erhält, was dunkel ist, wenn auch nur für kurze Zeit. Okay. Vertrauten rufen kennen wir schon. Geheime Zutat. Erschafft Essen mit einem wahrlich zauberhaften Geschmack. Okay, nice. So, auch so ein Zauber, den ich im Real Life ganz gerne einsetzen können wollen würde. So, letzte Amtshandlung wird heute sein. Hier, glaube ich, ein bisschen auf Vorrat einzukaufen. Das, was ich halt in Katzbuckel seinerzeit versäumt habe. Denn, warte mal, Weißbrot haben wir noch genug. Phönixfeder. Oh, ist die teuer. Ist die teuer. Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Nee, ich gehe mal erstmal gucken, ob wir im Waffenladen noch unseren neuen Vertrauten stärken können. Und auch Esther. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und übernachten sollte ich dann wahrscheinlich auch nochmal. So, aber erstmal gucken wir. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Eine neue Waffe für über Inike kaufen. Ein Flintspeer, jawohl. Bitte einmal ihmchen ausrüsten. Ich weiß gar nicht, was er gerade schon angelegt hat, aber die grünen Pfeile haben eine deutliche Sprache gesprochen. Und hier werde ich auch erst einmal nur für über Inike das Ganze einkaufen. Also bevor wir hier endgültig die Biege machen aus Al-Kuwait, werde ich für alle anderen auch nochmal Zeug einkaufen. Warte mal, wir haben hier eine harte Schuppe und hier das Haudegen-Abzeichen. Warte mal, ich habe keine... Ah, warte mal, ich sehe doch hier, wer das tragen kann. Über Inike kann das hier tragen. Genau, dann werde ich das jetzt ja auch einmal kaufen. Und ihm auch gleich ausrüsten. Jawohl, theoretisch könnte ich für Esther auch so ein Zeug kaufen, ne? Aber ganz ehrlich, ich werde sie höchstwahrscheinlich nie steuern. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird sie ihn sowieso die ganze Zeit beschwören und in den seltensten Fällen selbst kämpfen. Beziehungsweise... über Inike kämpfen lassen, so rum. So, was hatte er vorher? Den Frostspeer, okay. Hier hatte er vorher scheinbar nichts angelegt und hier genauso wenig. Na gut. Abgenutzte Harfe. Da geht wahrscheinlich auch noch was. Wo habe ich das denn her? Habe ich das irgendwie geschenkt bekommen? Oder hatte ich davon schon immer zwei? Ich weiß es nicht, aber... Jo, dann haben wir das Mädel jetzt auch etwas gestärkt. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge uns erst einmal zur Ruhe legen. Obwohl, ey, vielleicht werde ich auch einfach so, ich werde wahrscheinlich gar nicht pennen gehen, sondern einfach gucken, was draußen passiert. Ein paar Kämpfe bestreiten und wenn wir noch angeschlagener sind als jetzt, dann, ja, dann gucke ich, dass ich mich hier mal... ins Hotel, ins Gasthaus hinbegebe. Auf jeden Fall bedanke ich mich für heute fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!